Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multiplayer-Tagen. Wir sind heute beim 60. Tag, dem 14.11. Und ja, ich kann euch nochmal die Liste zeigen. Wir spielen auf jeden Fall jeden Tag immer noch. Und ja, es geht auch schon los. Gleich gegen Zerg, na super. Puh, ja, heute ist es immer nicht ganz so spät mit der Aufnahme, aber es ist auch schon relativ spät. Zurzeit ist echt kaum Zeit zum Zocken. So, wir spielen gegen Zerg. Wir wollen irgendwo einen dicht machen. Damit wir safe sind. Werden dann, denke ich mal, mit Flieger weitermachen. Erstmal gucken, was der Zerg, ob der Zerg hier einen schnellen Pool spielt oder wie auch immer. Wir werden sehen. Wir gehen erstmal scouten. So, der hat wirklich unseren Pylon. Unser Gate. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. So, müssten eigentlich pünktlich kommen. Gut first, so wie es ausschaut. Das ist ein sehr früher Pool. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann nehmen wir die Ex auch etwas später. Dann nehmen wir seine Ex hinein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der Nachteil ist halt, wir sind halt offen am Anfang. Kennen. Und sie sollten jetzt eigentlich safe sein. Und die ersten Linge. Auf jeden Fall Speedlinge jetzt dazu kommen. Nicht genügend Energie. Ehre den Dalai Lama. Wir sollen noch eine Pfeile bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit. Pfeilen könnte jetzt echt das Problem sein. So, wollen wir noch gucken, gleich noch ein Stargate? Also er hat ziemlich viele Linge gebaut. Kann er halt noch nicht so viel Zeug haben. Wir werden aber trotzdem. Wir bauen erstmal das Orakel. Hiraku. Vielleicht müsste auch unsere. Ihr habt nicht die Forschung abgeschlossen. Genau, und Warp Gate durch sein.
Dimensionalstränge abgestimmt. Viele Linge. Ihr benötigt mehr des Pingas. Ihr sucht Führung. Die Erstgeborenen werden auf die. Wir deuten. Sah noch nicht nach einer Echse aus. Pumlinger ist klar. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ihr benötigt mehr des. Ehre den Dalai. Wieso kommen die durch? Ich bin hier und im Schatten. Die Schlacht. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ja, das Alarm Portal. So, wir müssen gucken, ob er jetzt irgendwo eine Exe hat. Aber mit der Masse an Lingen. Durch. Da ist auf jeden Fall seine Echse. Roaches kommen als nächstes. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Na, überrascht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sie brechen durch. Ich bin hier in den Schatten. Ich durchstreite die Galaxis. Sha'azul, du Templari. Für die Ehre. Sha'azul, du Templari. Warum unbedingt Kolosse? Und eine Echse. Ah, da hat extrem viele Linge, ne? Und dann zu wenig Worker. So, als nächstes brauchen wir dann Kolosse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erneut diene ich. Das sind auf die 4. Mineralienfeld erschöpft. Nicht genügend Energie. Mein Leben für Ajur. So, wie so ein Scout noch jetzt schon eine Futter hat. Zusätzliche Upgrades und auf jeden Fall den Notfall, damit wir auch Notfall. Sie brechen durch. Wo verbirgt sich der Feind? Notfall, wer sind sie? Cannons bauen können, ja genau. Feind für den Kampf! Nächste scheint er noch nichts zu haben. Ja, nicht. Upgrades. Ihr habt nicht genügend. Ihr benötigt mehr Vespingas. Schon eine dritte. Ich durchstreife die Galaxie. Eine vierte meine ich. Wenn er keine vierte hat, ist das gut für uns. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend. Oh, wir haben mehr Kolosse.
nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend. Wo ist denn mein Flieger? Ist schon tot, scheiße. Mineralienforschung abgeschlossen. Pylon. Mein Leben für Ajur. Ja, da nimmt gerade die Viertel, ist gut. Wenn die jetzt erst nimmt, dann nehmen wir auch eine. Die Kolosse auf jeden Fall nicht gesehen. Ah, Hydra, jede Menge. So, jetzt wird nur noch Storm. Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben für Ajur. Und noch den letzten Koloss und dann machen wir auch mal ein Go. Problem wird sein, ich hoffe, ich hätte noch keine Lurker. Ihr benötigt mehr Vespingas. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Na, hier doch. Nicht so weiter wild, ich komme alle einzeln an. Erklärt euch, Entaro Tassada. Ach, wo ist denn das Ding? Meine Aufgabe. Wir stellen unsere, mein Herr, unsere. Dem meinen. So diene ich. Meine Aufgabe erleuchtet mich. Mineralienfeld erschöpft. Unsere Gedanken sind eins. Nicht genügend Energie. Ach! GG! Oh, war trotzdem ganz schön enge. Ich hätte ein bisschen mit meinem Makro kümmern müssen. So. So, wir sind wieder über 4000 MMR. Das ist schon mal sehr gut. Gut, waren der eigentlich so? Mal reingucken. Ein bisschen schlechter als wir. Ja, da würde ich sagen, reicht das für mich aber auch für heute. Und ich würde sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Wir gucken nochmal in die Liste. Also, wir sind. Wir halten gerade wieder ein bisschen mehr im grünen Bereich unsere Spiele. Und das ist ganz gut, denke ich. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, Modibär.
So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.